So, moin Leute, der Vex hier. Willkommen zurück zu Let's Play MW3 Online. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Bootleg, da das ja gestern so gut geklappt hat mit Team Deathmatch. Und diesmal werden wir alles wegpawnen mit der P90, die ich selbst ja eigentlich hasse, weil sie so richtig OP ist. Ups. Aber das ist mir egal. ja. Wir spielen wieder mit dem Far Cry Edge, wie wir sehen können. Okay. Ach so, stimmt, ich habe ganz vergessen, was es für Pro-Gamer gibt. Die lieber warten, bis ihre Teammates verrecken und dann erst losschießen. Aber das Spiel hat mich gerade liebevoll wieder darauf hingewiesen. Was? Das soll eigentlich flashen. Ah ja, wunderbar. Mit der habe ich noch nie gespielt. Ah, verdammt. Achilles, okay. Auf jeden Fall sind wir doch gerade schon gut dabei. 5-2. Bin ich voll zufrieden mit. Das wäre nicht passiert, wenn er gewartet hätte, bis ich mein UAV eingesetzt hätte. Tja. Hätte er doch mal lieber gewartet. What the fuck, wo? Ich dachte, das ist ein Sniper. Irgendwie war ich bis eben davon überzeugt. Der ist da drüben irgendwo. Nein, da drüben ist noch einer. Die werden wir uns hier langsam nähern. Genau, so wird das gemacht. Stealth und leise. Because I'm so fucking stealthy. Okay, UAV time. Oh, ist einer da drüben. UAV online. Predator missile ready for launch. Repeat. Predator missile ready for launch. Oh, das war knapp. Ah, fuck, okay. Ich hab gedacht, der wäre noch auf der anderen Seite. Wow. Hello, fuck it. Ich hab nicht gemerkt, dass da. Wer hat denn diese Scheiße hingebaut? Ich glaub's ja nicht. Oh, wer kommt auf dieses dumme Dach? Wer besitzt die Frechheit, dieses Dach so scheiße zu bauen? Ich glaub's nicht, ey. Wow, lag. What the fuck? Nice one. Und wir? Wir? Okay, da. Dann ist alles gut, dann ist alles gut. Nicht, dass ich. Oh shit. Danke, jetzt sehe ich wenigstens, dass der Gegner runterkommt. Oder oben sind. Nummer 1. Da war noch einer. UAV online. Da drüben. Hat er nur auf mich gewartet oder was? Second Chance ist doch so für den Arsch. Egal, wir haben 14-4. Ich bin vollkommen zufrieden. Übrigens sind die Ladezeiten jetzt auch kürzer und ich nehme mit mehr FPS auf, weil ich habe meinen kompletten Steam-Ordner verschoben. Denn das kann viel beeinträchtigen. Viel beschränken, ja. Weil ich hatte es bisher immer so, dass ich meinen Steam-Ordner auf meiner externen Festplatte hatte, um die Spiele nicht mehr installieren zu müssen. Bei einer neuen Installation. Ja. Und dann habe ich eben gemerkt, dass die Ladezeiten ja noch unnötig verlängert werden, weil die Festplatte eben gerne mal. Ja. Festplatten haben. Ja, wie soll man das ausdrücken? Wenn man die ganze Zeit benutzt, dann fragmentiert die Festplatte sich halt. Wird
Ah, ich kann das nicht erklären. So im Video. Sag mal so, so eine Festplatte muss man öfters defragmentieren. So, fertig. Und weil die Festplatte eben so groß ist, 1 Terabyte, ist das Defragmentieren halt auch ein bisschen zeitaufwendiger. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Ach so, er hat mich gesehen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Stats nicht irgendwie wieder versauen. Das mache ich nämlich immer mal wieder gerne, dass ich die Stats versau. Oh, die sind alle da drüben. Ah ja, natürlich, der Vektor, der kam ja aus der kleinsten Kackecke überhaupt. Egal, solange wir 15-7 haben, solange unsere Death-Zahl noch im... Oh, fick dich doch! Das gibt's doch nicht. Okay, nice. Wird hochgeladen. Schon allein, weil Far Cry... Schon allein, weil ich den Last Kill gemacht habe und Far Cry jetzt so einen richtig schönen Vierer gemacht hat. Komm, das muss jetzt noch sein. Werde ich das hochladen. Gut, Leute. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.